Wir haben zum ersten Mal versucht, diese Clubszene aus so einer künstlerischen Perspektive im Bereich Fotografie und Bewegtbild-Video zu untersuchen und haben eben da versucht, so bestimmte Sachen rauszufiltern, wie Arbeiten von relativ berühmten Leuten und auch Leuten, die als Amateure oder Fotojournalisten in den Clubs fotografiert haben. Wir haben versucht, bei der Ausstellung möglichst unterschiedliche Blickwinkel von Künstlerinnen und Künstlern in den letzten 30 Jahren auf diese Szene in Berlin zusammenzufügen. Und eines, was all die an der Ausstellung beteiligten Künstlerinnen gemeinsam haben, ist der Blick von innen, dass sie alle Teil dieser Szene sind oder waren. Auch in Clubs der 90er Jahre wie dem Tresor, dem Planet oder den E-Werk durfte nicht fotografiert werden, aus zwei Gründen. Zum einen, damit man sich wirklich in dem Moment in der Musik verlieren kann und nicht daran denkt, wie man das am besten für die Nachwelt festhält. Und auf der anderen Seite ist dieser Club als Schutzraum und als sicherer Ort ganz wichtig, weil er ja auch ein Ort ist, an dem sich Minderheiten oder Leute mit unterschiedlichen sexuellen Identitäten treffen und wo es einfach wichtig ist, dass das, was im Club stattfindet, auch im Club bleibt und nicht an die Außenwelt dringt. Es sind um die 25 Künstlerinnen und Künstler dabei in der Ausstellung. Und da gibt es natürlich einige Positionen, die so Relaisstellen abbilden, wie Wolfgang Tillmanns, der quasi von den frühen 90er Jahren bis jetzt irgendwie fotografiert hat. Oder Martin Eberle, der ganz früh fotografiert hat. Oder eben Camel Blake, eine junge Fotografin, die gerade jetzt in der Szene unterwegs ist und sich ganz stark mit Fragen von Weiblichkeit auseinandersetzt. Das Jahr 1989 mit dem Mauerfall, weil das die Initialzündung war, was ganz vieles zusammengebracht hat. Die Menschen aus Ost und West, die Orte, Industrieruinen brachen, die vorher nicht genutzt worden sind, und die neue Musik, die aus Städten wie Detroit, Chicago, Sheffield kam, und dass all das zusammengekommen ist, hat zu dem geführt, was wir heute haben in der Clubszene, in der Stadt. Der Mauerfall hat einfach nicht nur politisch was verändert, sondern in Berlin auch ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Und diese Möglichkeiten hingen vor allem auch mit physischen Möglichkeiten zusammen, dass es Leerstellen gab, welcher Art auch immer, vor allem auch Architektur, die leer stand und wo Leute einfach reingegangen sind und gesagt haben, da machen wir jetzt was. Und zum anderen, das Heute ist auch extrem wichtig, weil das ist keine nostalgische Ausstellung, die nur zurückblickt, sondern wir haben heute noch in Berlin eine Clubszene, die so vielfältig ist, wie es sie eigentlich an kaum einem anderen Ort auf der Welt gibt.